Das ist wahrlich mein Lieblingsthema, wenn es über Bücher geht. Und wir wissen, wie schwer sich manche Menschen dann dennoch tun, ein Buch zu schreiben, selbst auf einer Berghütte. Drum bin ich froh, heute eine Buchmacherin hier zu haben, denn sie macht Bücher als Schreiberin, als Interviewpartnerin und damit natürlich auch in einer gewissen Art und Weise unter dem verständlicheren Begriff Ghost. Aber was nun genau hinter dieser Buchmacherin steckt, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Mirjam Säger. Hallo, Hermann. Mirjam, hallo, schön, dass du da bist. Ich mag das, weil ich glaube, dass gerade in den heutigen Zeiten Bücher unheimlich gern geschrieben werden. Ich sage immer, jedes Gesicht hat eine Geschichte. Und du bist Buchmacherin. Jetzt erzähl uns doch mal, nimmst du Wetten an oder was machst du genau? Ja, es ist ein bisschen missverständlich. Nein, ich habe den Begriff gewählt, weil der so schön zweideutig ist und Klar. Ein bisschen Aufmerksamkeit natürlich auch direkt weg. Ja, ich unterstütze Menschen tatsächlich dabei, ihren Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Zum einen über Interviews, was du ja eben schon gesagt hast. Die Berghütte hast du eben schon angesprochen, einfach da ein bisschen unterstützen. Zum anderen natürlich auch durch Schreibhandwerk, das ist völlig klar. Ja. Und ich helfe auch weiter, wenn Menschen gerne schreiben möchten, also wenn sie selbst schreiben möchten, aber nicht genau wissen, wie sie es anpacken sollen. Weil du weißt selber, ein Buch, das hat ja nicht nur, es ist ja nicht nur das reine Schreiben, es ist der Buchsatz, es ist die Covergestaltung. Wo veröffentliche ich das Ganze? Möchte ich ein Exposé für einen Verlag schreiben oder möchte ich es über ein Self-Publishing rausgeben? Da gibt es ja so viele Dinge zu beachten, die gar nicht die Kernkompetenz der Menschen sind, mit denen ich zusammenarbeite. Und denen möchte ich gerne weiterhelfen, indem ich denen einfach so das Drumherum, sage ich immer, abnehme und die dabei unterstütze, ihren Weg zum eigenen Buch zu machen. Weil klar, es ist ja die Geschichte, die die Menschen haben, aber viele haben noch nicht mal eine Idee, was ist der Unterschied zwischen Self-Publishing und Verlag und richtiger Verlag und was ist überhaupt ein richtiger Verlag. Ja. Genau, das ist richtig. Ich habe ja das Gefühl, dass das, also meine These wird, dass in jedem Kopf eine Geschichte drin ist. Ne? Und ich glaube, dass in vielen Herzen auch der Wunsch drin ist, ein Buch zu schreiben. Und darum bin ich dankbar, dass es dich gibt. Aber du wolltest schon was sagen. Ja. Nee, ich habe irgendwo mal gelesen, es gibt tatsächlich irgendwie 80% aller Deutschen, die tatsächlich ein Buch schreiben wollen in ihrem Leben. Ne? Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und da war 83 Millionen. Also da kommen wir ja irgendwo mal schon so auf 65 Millionen grob, die ein Buch haben wollen. Ne? Wie viele es davon dann tatsächlich verwirklichen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wie du schon gesagt hast, hinter jedem Kopf steckt eine Geschichte. Und ich finde es super spannend, die Geschichten rauszuholen aus den Leuten, weil jeder hat irgendwas zu erzählen. Viele Menschen kommen zu mir und sagen, ich möchte gerne ein Buch schreiben, ich weiß aber gar nicht worüber. Und mit denen arbeite ich dann und denen helfe ich weiter, einfach indem wir mal in die Geschichte reingehen, indem wir in die Expertise reingehen, da ganz genau nachbohren. Was macht dich denn besonders? Und den Menschen helfe ich auch super gerne, dann ihre Buchgeschichte, Buchidee zu entwickeln und damit dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe ja diese These, dass die Geschichte erzählen wesentlich leichter ist, als die richtigen, intelligenten Fragen zu stellen, also dein Part, um das aus dem Hirn sozusagen rauszuholen. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Also habe ich ja eben schon gesagt, Zuhören ist dann häufiger sogar ein bisschen anstrengender als das Selbstsprechen. Es ist aber tatsächlich so, wenn ich mit den Menschen rede, die kommen sehr, sehr schnell in den Flow. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da anscheinend Geschick für, dass ich da die richtigen Strippen ziehe. Mhm. Und für mich ist das eine wunderbare Methode, mit diesen Interviews einfach nachzufragen. Ich habe da zwar eine Struktur, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil jeder ist so individuell, dass ich dann auch ganz individuell auf die Menschen eingehe und dann wirklich auch merke, da ist ein Punkt, der könnte jetzt vertieft werden, der ist super spannend, das ist einzigartig. Und wenn ich aber auch merke, wenn sich jemand so abwendet oder so, okay, da gehe ich jetzt lieber nicht tiefer rein, dann lasse ich den jetzt erstmal unberührt. Oder vielleicht erst recht. Oder erst recht, ja genau. Ja, je nachdem, was es für eine Geschichte ist. Also da kommen natürlich dann auch Sachen aus der Kindheit hoch. Das ist auch nicht immer lustig. Aber das macht die Menschen ja aus. Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, aber es ist auch sehr viel eitel Sonnenschein, das möchte ich auch betonen. Es ist nicht immer alles schlimm, sondern auch ganz viele tolle Geschichten. Und ich habe schon so spannende Menschen kennengelernt dadurch mit ihren Geschichten. Es macht einfach Spaß. Ja, weil ja auch so viel dahinter steckt. Ja. Ich habe ja oft diese These, die kennst du. Ich sage ja oft, ihr müsst 3 Tage auf eine Berghütte gehen und dann kommt das ja. Mhm. Ne? Wenn man 3 Tage erzählt mit den richtigen Fragen. Mhm. Deswegen bist du der mindestens genauso wichtige Part der Berghütte. Mhm. Welchen Tipp kannst du den Menschen geben? Denn ich kriege tatsächlich ganz häufig die Frage, dass Menschen da vielleicht doch erstmal allein anfangen wollen oder was auch immer. Und die sagen dann ganz häufig zu mir,
Hermann, kannst du mir eine Liste dieser Fragen geben? So. Und ich sage da, Mensch, das ist ja vollkommener Quatsch, weil es ist ja, wie du gesagt hast, hoch individuell. Mhm. Dennoch erlaube ich mir, dich zu fragen, wie kann denn ein Mensch Fragen für sich selbst entwickeln, um sich selbst näher zu kommen, um den eigenen Inhalten näher zu kommen? Also ich glaube, dass das wirklich schwierig ist, das tatsächlich selber zu machen. Ja. Es gibt natürlich eine Struktur, an der du dich langhangeln kannst. Wenn du jetzt hingehst, wenn du im Kopf hältst, für wen schreibst du überhaupt? Was möchtest du mit dem Buch erreichen? Was für Themen sollen da drin sein? Dann kannst du natürlich aus dem Großen irgendwo ins Kleine reingehen. Aber später die Fragen, die dann wirklich in die Tiefe gehen, ich glaube, das schafft man nicht alleine. Weil man hat ja nur das im Kopf, was man gerade denkt. Und durch diesen Aspekt des Interviewers kommt eben nochmal eine andere, ja, eine dritte Person dazu, die einfach nochmal andere Ideen hat. Zweite Person dazu. Die dann einfach nochmal andere Ideen hat und vielleicht auch fürs Verständnis. Ich meine, du weißt ja genau in deinem Kopf, wenn du was schreiben möchtest, ja, das soll jetzt so raus. Aber ich verstehe das vielleicht gar nicht. Ich bin quasi der erste Leser oder die erste Leserin und denke mir halt, Moment, die Geschichte, das habe ich jetzt nicht kapiert. Du weißt zwar genau, was du damit ausdrücken möchtest, aber ich kann halt durch die Fragestellung das Ganze nochmal viel deutlicher und klarer machen. Ob man das wirklich selber kann, weiß ich nicht genau. Man ist so ein Kausal- und Logikberater ja auch, ne? Irgendwie. Und ich fand übrigens die Sache mit der dritten Person ganz spannend. Natürlich ist es eigentlich die zweite, aber vielleicht ist es doch die dritte, weil ich glaube, es gibt ja schon die eigene Person und die, mit der man selbst spricht irgendwie. Ne? Also so das, und dann noch eben die. Also, ja, genau. Weil wenn ich ein Buch schreibe, ich rede ja ganz viel mit mir. Also kannst du das so sagen, machst du das und so weiter. Du bist ja schon in hoher Diskussion mit deinem, ich nenne ihn immer den Toxi, den toxischen Schultersitzer hier. Okay. Und natürlich dann die dritte Person. Ich habe gehört, das machen nur intelligente Menschen, mit sich selber reden. Ne? Sage ich mir auch immer. So charmant. Großartig, großartig. So, und da bin ich auch dabei, also mir haben meine Ghosts auch immer unheimlich viel geholfen, weil die natürlich eine Blickrichtung eingeschlagen hatten, die tatsächlich relevant war, aber die ich logischerweise nicht gesehen habe. Genau. Ja, ganz, ganz klar. Ja. So. Ja. Jetzt, wie würde sowas vonstatten gehen? Jetzt komme ich auf dich zu, habe nur mittelmäßig viel Ahnung und sage, Mensch, Miriam, ich will ein Buch schreiben. Wie läuft es dann heute? Also gibt halt zwei Möglichkeiten. Wenn du sagst, du möchtest gerne selber schreiben, gibt ja auch Menschen, die möchten gerne selber schreiben, dann begleite ich dich. Da habe ich ein 6-Monats-Programm, wo wir wirklich in die Tiefe gehen mit der Zielgruppenanalyse, Themenanalyse und dann führe ich dich quasi durch die Kapitelstruktur und auch durch das ganze Veröffentlichen und so weiter, das ganze Drumherum. Ich habe jetzt mittlerweile über 30 Projekte betreut, also habe eine Menge Strategien, wie das halt einfacher geht, dass man sich ein bisschen die Zeit sparen kann. Oder wenn du sagst, ja, ich möchte nicht selber schreiben, ich möchte eben zwei Tage im Interview mit jemand verbringen. Das sind sehr intensive Tage, kann man natürlich ein bisschen stückeln. Dann gehen wir ins Interview und nehmen in den 2 Tagen den kompletten Inhalt vom Buch auf. Und dann hast du damit erstmal nichts mehr zu tun und kriegst einige Zeit später dann deinen ersten Buchentwurf vorgelegt. Wow, also machst du dann praktisch aus diesen 2 Tagen das Buch fertig. Genau, ja. Und ich sag mal, aus den ungefähr, ich sag mal, sind 16 bis 18 Stunden Interview, also es ist schon intensiv, meistens sind es ein bisschen mehr als 2 Tage, kriegt man ungefähr 250 Seiten raus. Wow. Also hängt natürlich davon ab, wie geradeaus derjenige spricht, wenn der jetzt nur alles doppelt, ist dann mein Job, ne? Das auch ein bisschen zu steuern. Ja. Ich habe einen Post gemacht auf Facebook in 3 Tagen zum eigenen Buch, da bin ich ziemlich beschimpft worden. Hab ich gesehen. Geht ja gar nicht, und ist ja gar nicht machbar und natürlich ist es nicht machbar ohne Ghost, aber es ist schön machbar in dieser Kombi. Das ist so ein bisschen die halbe Wahrheit, ne? Das triggert natürlich viele Leute. Ja. Auch wenn ich sage, wir gehen 2 Tage ins Interview, dann hast du deinen Buchinhalt, dann sagen die alle, hä, spinnst du? Mhm. Und wenn ich dann aber erkläre, wie es halt funktioniert, dann sagen die müssen, klingt logisch. Logisch. Und funktioniert. Keiner sieht ja, wie viel du dich da noch abmühst, dass aus diesen 2 Tagen dann. Wie lange brauchst du dann dafür? Was? Ja, es stecken schon 400-500 Arbeitsstunden noch dahinter dann. Ja. Mit Transkription und was da noch alles dahinter steckt. Ja, also ich rechne gerade sind ja irgendwo dann so schon nochmal, wenn man 40-Stunden-Woche hat oder 50-Stunden-Woche. Passt schon, ne? Aber ich sage den Leuten halt auch immer, es ist ja nicht ihre Kernkompetenz zu schreiben und auch das Ganze drumherum nicht. Also es sollte jeder seinen internen Verrechnungssatz, sage ich mal, im Kopf haben und dann muss man sich halt überlegen, wenn ich mich die Zeit hinsetze und mache es selber, was das Buch dann kostet oder ich engagiere mir halt jemand, der es für mich macht. Gekauft. Ja. So, das ist die nächste Frage. Viele haben dann auch so ein bisschen Sorgen mit Verlagssuche, Exposé. Da dürfen sie sich auch liebevoll an dich wenden. Auf jeden Fall. Ich meine, gerade beim Verlag suchen, viele möchten ja gerne noch über einen Verlag veröffentlichen, auch wenn es das Self-Publishing mittlerweile gibt.
da unterstütze ich natürlich. Was ich ja nicht so toll finde. Ich weiß, du bist da kein Fan von. Ich habe jetzt mein erstes Buch auch tatsächlich damit gemacht, aber weil es halt schnell ging und weil ich das auch mal ausprobieren wollte, wie das funktioniert. Also bei dir ist ja was anderes. Ja, für viele langt das erstmal, wenn die sagen, sie wollen das mal ausprobieren. Aber klar, Verlag hat natürlich nochmal ein bisschen anderen Hintergrund und sieht nochmal anders aus. Ich habe tatsächlich meinen eigenen Verlag jetzt noch gegründet im März. Kompliment. Nächstes. Wie heißt er? Expertition heißt er. Expertition. Expertition. Ist aber noch grüne Wiese. Ist nur so ein bisschen, also um eben auch meinen Kunden das anzubieten. Die sagen so, du hast im Verlag dahinter stehen, da soll natürlich dann auch Marketing und so weiter dann dahinter stehen, um dieses Self-Publishing, was für manche so Geschmäckle hat, sage ich mal, um das eben nicht zu haben. Ja, aber klar, bei der Suche unterstütze ich gerne. Wir schauen dann halt, wo passt ins Programm, was gibt es schon für Konkurrenzbücher, wie sind da die Rezensionen und so weiter. Da gehen wir auch wirklich tief rein, um da eine schöne Lücke zu finden. Kompliment, Kompliment. So, dann lass uns über dein Buch sprechen, das wir, glaube ich, jetzt auch schon einblenden können. Ja. Erzähl, was steht da alles drin? Also das Buch ist so ein Kurzratgeber für jemand, der möchte, also der sein Expertenbuch schreiben möchte, der aber grundsätzlich so gar keine Ahnung hat, was muss ich dabei beachten. Da geht es wirklich um Struktur, wie mache ich, wieso sollte ich es überhaupt schreiben, wie finde ich mein Thema, wie gehe ich an Vertrieb und Marketing dran. Es ist wirklich ein grundsätzlicher Ratgeber. Also es ist jetzt, sieht man ja auch, es ist kein riesen dicker Schmöker. Oh. Es ist so ein erster Ansatz, wenn man gerne mal reinschnuppern möchte in das Thema und einfach mal schauen möchte, ja, ist es was für mich oder nicht. Dann ja, aber es ist damit schon eine wichtige Frage beantwortet. Auf jeden Fall. Ich würde ja sagen, dass, und das meine ich sehr würdigend, 90% müssen dann auch ja sagen. Also ich bin ja ein Buchfan. Und jetzt nicht nur ein Buchfan im Sinne eines Buchlesers, sondern natürlich auch ein Fan, weil ich ja sehe, welche Wirkung es hat, wenn jemand sein Buch geschrieben hat. Ganz genau, ja. Also der Expertenstatus, der steigt schon steil an, wenn man ein Buch geschrieben hat, das ist richtig. Ja, und also Autor auf seine Biografie oder sein Social-Media-Profil zu stellen, das macht schon was her. Ja, ja, ja. So, bin ich vollkommen, und das meine ich wirklich auch. Also, und es macht in doppelter Weise was her. Also eben nach außen, im Sinne von, hey, der hat ja, also der Autor hat bei uns einen Stellenwert, keine Frage. Ist so. Aber ich finde, es macht auch unheimlich viel mit dir selbst her. Mhm. Ja, also ist ja doch, die einen haben das Abitur gemacht, die anderen haben Abschluss, andere haben natürlich alles miteinander, aber jeder dieser Meilensteine hebt ja auch so deine eigene Wertschätzung deiner eigenen Ganz Person genau. gegenüber. Ja, also es ist ja die Innere, zum einen das Innere, weil ich habe es geschafft, ich habe mich da durchgekämpft, ne? Wie auch immer. Entweder du hast Zeit oder du hast Geld investiert. Ne? Ja, weil so anders geht es halt im Moment noch nicht mit dem Buch. Und auch von außen, also die Anerkennung, jetzt, es ist einfach toll. Als ich das erste Buch raus hatte, was dann auch plötzlich von Leuten kam, so, oh, was hast du ein Buch geschrieben, wie hast du das gemacht und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt wirklich nichts Langes, Großes, ne? Aber fühlte sich toll an. Ja, ja, man kann auch wieder, man hat wieder ein Weihnachtsgeschenk und Geburtstag. Ja, also, ja, klar. Also ich weiß gar nicht, was ich immer meine Bücher im Auto voll hatte, damit jeder, auch die, ich habe ja selbst mal mein Buch verschenkt, da Menschen, die noch nicht mal Deutsch lesen konnten, aber immerhin. Okay. Ja, Mai. Ja, ich glaube, dein erstes Buch war ja irgendwie so eine Rezeptsammlung sogar, ne, habe ich gesehen. Ja, das, also da war ich noch sozusagen der, ja, aber du bist gut informiert, das war das Kochbuch meiner Mutter. Ja, also da war ich noch der, da war ich noch der Verlag sozusagen. Aber das ist das allerbeste Beispiel. Diese Rezepte, die wären sonst irgendwann verloren gegangen. Ja, und weißt du, ob in 20 Jahren Blogs und was weiß ich, was mit dem Internet passiert, aber ein Buch hat immer noch einen Wert und man packt es gerne an und es steht im Regal und es weckt eine Emotion, weil du weißt, wie du dich gefühlt hast, als du es gelesen hast. Ach, ich spür's genauso. Großartig. Stimmt, stimmt. Ja, ist so. Du, bei dir ist es ja nicht bei einem Buch geblieben, sondern ich glaube, du hast noch eins mitgebracht, wenn ich es richtig sehe. Genau, so ist es, ja. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, was ich jetzt gerade als Herausgeberin begleitet habe. Chancenerkenner statt Genau, ja. Das ist so eine, das war so eine Wirtshausidee, sage ich mal. Also ist in einem Zoom-Call aufgekommen, wo wir halt gesagt haben, soll man den Leuten nicht die Chance geben, sich als Autoren zu etablieren, ihr Expertenthema bekannt zu geben. Da hat es noch nicht gereicht für ein ganzes Buch, sondern es sind halt kleine Artikel, die da drin stehen. Und ich habe das komplett als Herausgeberin begleitet und ja, auch tatsächlich kein Geld dafür genommen, weil ich die gerne unterstützen wollte, die Leute. Und ja, schön. Aber das bleibt nicht das Letzte, ja, weil es ein schönes Format ist. Dein Expertisebuch, genau. Wenn man so will, ja. und hier schon mal die gelebte Expertise. Genau, da geht es schon weiter. Ja, ja, richtig. Du, ich finde, das ist ja was Großartiges. Ich fange negativ an, ende positiv. Ich sage ja immer, schreib doch gleich ein richtiges Buch und keine 4 oder 5 oder 10 Seiten. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Positive, viele Menschen brauchen halt auch erstmal, glaube ich, diesen Beitrag, dieses kleine Schritt,
um die Überzeugung zu gewinnen, dass sie auch ein Großes schreiben können. Ganz genau. Ging mir übrigens auch so. Ja, viele trauen sich da erstmal nicht ran. Und die müssen da auch erstmal so ein bisschen beschnuppern. Aber es ist tatsächlich so, du weißt es selber, wenn du Autor oder Autorin bist, du bist Serientäter. Das hört mit einem Buch normalerweise nicht auf. Also, weil das macht Spaß und es fühlt sich toll an. Und warum dann nicht ein zweites schreiben? Schönes Bild. Mhm. Sag mir, jetzt hören uns gerade ein paar Menschen zu, gucken Fernsehen und jetzt kommt doch so die Sehnsucht hoch, ne? Und vielleicht sagen die, ich wollte ja gar keins schreiben, aber in Gottes Namen. Was wäre denn so, also der erste Schritt ist natürlich, mit dir Kontakt aufzunehmen, aber oftmals braucht es ja bis zu diesem Schritt schon Schritte. Mhm. Was kann man sich denn so in seinem eigenen Kämmerchen mal ausmalen oder ausdenken oder welche Fragen beantworten, um sich der Sache zu nähern? Ja, also ich empfehle da, ich habe tatsächlich einen ganz kleinen Kurs gemacht, um das Thema, also erstmal die Themenfindung und die Zielgruppe zu bestimmen. Okay. Den kann man tatsächlich auch buchen über online, also da mache ich so kleine Videos und führe dich so ein bisschen an das Thema ran. Wunderbar. Das kann ich empfehlen. Die Webadresse lautet? Das ist über Copecard. Tatsächlich würde ich dann noch den Link Bescheid geben. Ne? Das ist so eine Art, wie man sich nähern kann. Mhm. Wenn man sich selber nähern wird, dann würde ich einfach mal sagen, überlegt mal, was macht euch wirklich besonders. Mhm. Überlegt, was macht euch besonders und warum kommen Menschen zu euch und fragen euch um Rat. Weil das ist häufig einfach so ein Hinweis darauf, was ihr für eine Expertise habt, von der ihr selber vielleicht gar nichts wisst. Mhm. Ich habe das lange Zeit auch, die Leute haben gesagt, du kannst so toll zuhören und du stellst so tolle Fragen. Und ich immer so, ja und? Ja. Bis ich das mal kapiert habe, Moment, da kann man ja was draus machen. Ne? Ich mache das ja auch noch nicht, seit ich 20 bin. Ne? Also es ist ja relativ frisch noch, die ganze Geschichte. Das ist eigentlich mein Tipp. Probiert es einfach mal da aus. Fragt euch, geht mal rein, fragt eure Freunde, eure Familie, was macht euch besonders? Und dann habt ihr schon mal einen Ansatzpunkt. Ja, ich glaube auch, dass ich habe bei den Büchern erlebt, das ist ja ähnlich wie eine Tageszeitung. Also die Zeitung von gestern ist alt. Und bei den Büchern ist es ja schon auch so, dass halt ein aktuelles Buch mehr Wert hat halt als eins, wir denken ja so in Halbjahreszyklen in die Verlagsbranche. Ne? Also man muss, glaube ich, gar nicht so was Neues schreiben, einerseits. Ne? Nee. Also und ich finde auch so spannend, es gibt jetzt also Bücher, so schlafen Kinder besser ein. Ja, weil Oder ich habe es gesehen, einen Stillratgeber. Jetzt muss man ja fairerweise dazu sagen, ich glaube, man hat die letzten 100.000 Jahre ohne Bücher gestillt. Aber vermute mal. Vielleicht lernt man dennoch irgendwas dazu. Ja, es ist, ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die machen da ein Geschäft draus. Ne? Die suchen sich irgendwelche Fragen im Internet, die noch nicht beantwortet sind und lassen dann von einem Ghost ein Buch schreiben und verkaufen es dann. Ne? Das wäre eine gute Idee. Ja. Also kann man machen, ne? Ist ein Geschäft, aber das ist jetzt nicht so meins. Ne? Ich möchte schon gerne mit Leuten arbeiten, die es ernst meinen und die Expertise zum Thema haben und sich nicht irgendwas zusammenkopieren. Das wäre kein Herzensthema, aber ein wirtschaftlich. Ne? Macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht muss es auch so eine Mischung sein. Ne? Ich glaube, manchmal hat man so ein halbes Herz, braucht dann noch von außen die Bestätigung, dass es der Markt vielleicht doch brauchen könnte. Klar. Ne? Und dann kriegt man den Mut dazu. Das auf jeden Fall. Aber ich sage mal, ich ziehe auch gerne den Leuten den Zahn, wenn die sagen, sie wollen mit ihrem ersten Buch schon Bestseller-Autor, also das ist möglich, ne? Aber die wollen mit ihrem ersten Buch schon Hunderttausende verdienen, dann sage ich erstmal, Moment, ne? Wir schauen mal, erstmal Thema und so weiter und so fort, weil ich glaube, das weißt du auch, da gibt es irgendwie Themen Fitness, Erfolg, Romanzen, was auch immer. Also wenn man da irgendwas schreibt, dann hat man einen relativ guten Bestseller-Chancen, aber die anderen Themen sind halt auch, da muss man schon bisschen was tun dafür. Klar, spezifisches Fachbuch wird schwierig werden. Ja, aber immerhin, keine Frage. Deswegen ist aber kein Grund, nicht zu schreiben. Einfach loslegen. Großartig. Also, das sind die richtigen Worte. Gerne mit dir, mit deinem Buch, mit deinem Kurs oder auch mit dir persönlich. Genau. Danke für das schöne Gespräch, Miriam Säger. Hat mich sehr gefreut. Danke.